Das ist eine neue Ausgabe vom One-on-One auf Sportal HD. Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast hat im Rudern alles gewonnen, was man gewinnen kann. Er ist Gesamtweltcup-Sieger, zweifacher Europameister, Weltmeister und seit letztem Sommer auch Olympiasieger. Du redest natürlich von Mario Gier. Mario, schön, bist du da. Herzlich willkommen. Oh ja, die Messi. Auf deiner Webseite kann man lesen, du bist Ruderer, Unternehmer, Jurist und Träumer. Welcher Mario Gier sitzt jetzt mir da gerade gegenüber? Aktuell? Ja, momentan wahrscheinlich ein bisschen der Träumer. Ich bin gerade in der Warteschlaufe für das Resultat von meiner Anwaltsprüfung. Von dem her träume ich natürlich von einem positiven Ausgang. Aber schlussendlich glaube ich, sind genau die verschiedenen Facetten von meinem Leben, die mich dann beschreiben. Am besten kennt man dich natürlich als Ruderer. Ich konnte lesen, dass du angefangen hast mit Unihockey, Badminton, Fußball, Spielsportarten. Nachher bist du aber zum Rudern über etwas komplett anderes. Wie ist das gekommen? Ja, das ist effektiv so. Also gerade das Shooter habe ich relativ lange praktiziert und ist auch jetzt noch meine grosse Leidenschaft neben dem Spitzensport. Und ich hatte dann aber so, als ich bei U16 beim FCL war, hatte ich eine Rückenverletzung gehabt und bin in der Physiotherapie. Und in der Physiotherapie hat man mir per Zufall ein Ruderrennen gelaufen. Ich weiss noch, es war von Xena Müller gewesen. Und dann habe ich das gesehen und eigentlich noch lässig gefunden. Und mein Physiotherapeut, damals ein Holländer, hat mir das dann schwerstens empfohlen. Das wäre ja eigentlich etwas lässiges. Ich soll doch mal gehen. Und dann bin ich anfänglich eher skeptisch gewesen. Ich habe zwar den Sport geliebt, weil er auf dem Wasser war. Ich tue auch gerne Fischen und Schwimmen. Was ich aber nicht gerne hatte, ist das morgendliche Training, das viele Training. Es war doch ein vermehrter Aufwand, wenn man verglichen hat, was wir damals mal im Shooter gemacht haben. Aber so bin ich eigentlich trainiert und immer besser geworden und dementsprechend auch Spass bekommen. Aber es ist auch ganz anders, oder? Man ist allein oder zum Beispiel auf einem Ergometer. Das kennen vielleicht noch viele aus dem Fitnesstraining. Es ist jetzt für mich nicht etwas, das wahnsinnig Spass macht. Man leidet, das ist ein extrem harter Sport. Wie oft hast du da den inneren Schweinehund überwinden auch in der Training? Natürlich sehr viel. Oder? Also gerade der Ergometer, der ist bei den meisten Rudern ist das so ein Hassgerät. Weil das hat man nicht gern. Man ist da drinnen. Das heisst, man kann meistens nicht aufs Wasser, weil es entweder die Sturmwarnung draußen ist, also zu viel Wind hat, als dass man nicht rudern konnte. Und dann muss man auf die Maschinen und das ist wirklich einfach nur eine Torturmaschine. Es ist zwar sehr effektiv, weil es trainiert alles, den ganzen Körper, es gibt einen sehr guten Fitnesszustand, aber im Kopf ist das wirklich ein Mental Game. Also wenn man da 90 Minuten an dieser Maschine zieht und man sieht einfach, ob man jetzt ein bisschen rauf oder runter geht mit den Wattzahlen, da treibt man durch. Aber es ist natürlich so, dass ich eine Sportart ausgewählt habe, die zwangsläufig damit zusammenhängt, dass man kann leiden und muss beißen. Und dementsprechend ist es ein sehr effektives Training, aber ich habe es gehasst. Ja. Es braucht irgendwie eine Freude am Leiden, oder? Sonst kann man das nicht durchziehen. Irgendwo es braucht durch. Eine Freude am Leiden. Das sind so zwei Komponenten. Hingegen auf dem Wasser ist das auch etwas lässig. Wenn man merkt, dass man in Rhythmus reinkommt, dass man in Flow reinkommt, dass eigentlich das Boot wirklich über das Wasser anfängt schlittern, richtig anfängt laufen, dann ist das natürlich etwas sehr Schönes, wenn man merkt, dass man mit relativ wenig Aufwand sehr eine grosse Geschwindigkeit kann erreichen kann. Und das andere hast du absolut richtig gesagt. Die Fähigkeit zum Leiden braucht sicher ab der Hälfte. Das Ruderrennen geht 2000 Meter und ab 1000 Meter da ist einfach alles sauer. Insbesondere die Beine, wo unsere Hauptmuskulatur geprägt wird. Und dort kommt es wirklich darauf an, wer will es am meisten. Es hat einmal einen Ruderer gegeben, der gesagt hat, ja, es gewöhnt das Rennen, wo, wenn wir zusammen die Hände auf eine heiße Herdplatte legen, der, der sie das letzte wegnimmt, ja. Der gewöhnt. Ein bisschen zugegebenermaßen eine materialische Art, unseren Sport zu beschreiben. Aber es geht in die Richtung. Es geht wirklich darum, wer findet die Motivation und den Willen, dass man den inneren Schweinehund den Schmerz kann überwinden kann und noch ein bisschen mehr kann geben als der Gegner. Das ist ja im Rennen, oder? Und dann gibt es ja zahlreiche Trainingsstunden, wo man das eben auch muss, dass man überhaupt mal ja, in die Weltspitze hineinkommt. Es braucht eine extreme Opferbereitschaft. Mhm. Jetzt gerade in dem Jahr vor Olympia, wo ihr natürlich alles dem Ziel ausgerichtet habt, auf was hast du alles müssen verzichten? Gut, eben, schlussendlich ist alles aufgegangen. Dann ist der Verzicht natürlich im Nachhinein sehr wenig. Und auch der Schmerz, ja. den vergisst man, oder? Also im Ziel in Rio, da habe ich erbrochen. Ich war wirklich völlig durch. Aber das vergisst man, oder? Was bleibt, ist der Erfolg. Was natürlich sehr richtig ist, ist, dass man irgendwann an einen Punkt kommt, wo man zum Gunsten des absoluten Erfolgs im Spitzensport auf Sachen verzichten muss. Das ist angefangen als Leichtgewichtsruder, dass man natürlich nicht einfach können essen konnte, was man wollte. Man musste auf genügend Schlaf schauen. Was tönt eigentlich so ein bisschen wie ein Privileg, ja, genügend schlafen. Das war ja manchmal fast ein Müssen, oder? Dass man wirklich genügend geschlafen hat. Man muss natürlich auf seine Kollegenkreis, Freundin, Familie sehr Rücksicht nehmen, respektive Familienmitglieder oder Freundeskreis muss auf dich Rücksicht nehmen, weil eben, wir sind letztes Jahr Januar, Februar in Neuseeland gewesen, sonst die ganze Zeit immer unterwegs und das bedeutet natürlich, dass sicher das Umfeld einmal so unterstützen, aber dass man es auch unbedingt will, weil Gefahren, dass man etwas anderes machen will, ist da sehr gross. Ja.
Du hast ja vorhin gesagt, es braucht harte Arbeit. Oder mit harter Arbeit kommt man oft das Ziel. Heisst das im Gegensatz, Talent ist überbewertet? Braucht man nicht unbedingt? Oder wirst du dich jetzt als wenig Talent? Man muss es differenzieren natürlich. Es ist sicher so, dass an den obersten Limiten, oder? Also wenn man wirklich ganz auf die Weltspitze will, das ist egal, in welcher Sportart, dann reicht einfach irgendein Talent nicht mehr. Aber in der unteren Klasse, gerade in der Junioralter, tut natürlich die Spreu vom Weizen sich schon trennen. Der Talent hat. Im Rudersport ist das, wer hat den Willen, oder? So viel zu trainieren. Wer hat den Glauben auch an Sieg? Und dann halt, wer hat das Bootsgefühl? Das ist etwas, das sehr viel unterschätzt wird. Und das Rhythmusgefühl, oder? Und dann ist noch eine vierte Komponente, die in einem Mannschaftssport wie Ruder extrem entscheidend ist, dass man sich unterordnen kann, dass man sich in ein Team hineinbegeben kann und bereit ist, alles zu geben für das Team, oder? Also ein Einzelsportler in einem Vierer, das können Sie sich einfach vorstellen, wenn einer einfach zieht, nicht im Takt ist, das funktioniert nicht. Und wir sind so viel unterwegs, wir schlafen mit dem Kollegen mehr in einem gemeinsamen Zimmer als mit der Freundin. Das ist Realität. Und wenn man dann nicht teamfähig ist, auch neben dem Rudersport, dann wird es extrem schwierig. Wenn man jahrelang auf ein Ziel hinschafft oder sogar einen Bubentraum verfolgt, wie in deinem Fall, der Olympiasieg, der Moment, wo man es dann erreicht, wo man weiss, ich habe es geschafft, kannst du das Gefühl beschreiben? Das war natürlich irrsinnig, oder? Weil wir wussten, wir haben gute Chancen, aber wir müssen das perfekte Rennen haben. Und wir haben auch gewusst, okay, wir sind fit, wir sind leistungsfähig, aber können wir es auch abprüfen am Tag X, oder? Und wenn man dann merkt, man kommt so in den Endspurt rein, man ist zwar Knüttel durch, aber man sieht, die anderen kommen dann nicht mehr ganz hin und am Schluss wird es einem schwarz vor Augen und dann weiss man nicht genau, ob man es geschafft hat. Aber ich weiss noch, wenn ich da wirklich so hinterher gefallen bin und der Simon mir gesagt hat, und ich gefragt habe, haben wir es geschafft, weil ich es wirklich nicht gewusst. Und er mir sagt, jawohl, wir haben es geschafft. Da habe ich gedacht, okay, wir haben Gold, weil das war unser Ziel. Wenn man schon Silber geholt hat, hat er gesagt, ja, wir hätten eine Medaille. Von dem her, die Freude, die nachher kommt, da vergisst man auf Nu alle Schmerzen. Das ist plötzlich das Testosteron und Hormon, die da wirklich Jumpstyle tanzen, obwohl man Knüttel durch ist. Und das ist natürlich extreme Freude, auch insbesondere, wenn man in die Vergangenheit geht und sieht, wie viele Niederlagen hat man einstecken, wie viele Verletzungen, wie viele Rippenbrüche. Dann ist es umso mehr, hat man Freude, wenn man natürlich hart hat müssen dafür arbeiten, als wenn es einfach so cool ist. Ja. Wenn man einen Traum hat, dann stellt man sich irgendwann einmal vor, wie das könnte sein. Ist es so gewesen, wie du es dir vorgestellt hast, oder ist es irgendwie anders? Ja, es ist besser gewesen, aber es ist lustig. Ich habe etwa zwei Jahre vorher davon geträumt, Olympiasieger zu sein. Ich habe das lässig gefunden, aber wie es dann war, ist eigentlich viel, viel toller, oder? Wenn man wirklich realisiert, und vor allem für sich selber, hey, du hast schon etwas geschafft, wo ganz, ganz wenig schaffen. In der Schweiz sowieso ist Goldmedaillen in Sommersportarten sind extrem selten, in einem Mannschaftssport sowieso, weil da braucht es so viele Faktoren, die zusammenstimmen, dass es klappt, insbesondere in einer kleinen Nation wie der Schweiz. Und wenn man das schafft, dann ist das natürlich ein grossartiger Stolz, weil man weiß eigentlich, dass fast nichts unmöglich ist. Und so, ich erinnere mich dann immer an meinen Jugendtrainer erinnert, der immer gesagt hat, ja, alles, was du dir träumst, kannst du erreichen. Du musst einfach genügend hart dafür arbeiten und dann erreichst du es auch. Und häufig kommt man dann ein Alter, wo man heisst, ja, du, hör auf träumen, das gibt es doch nicht. Und in meinem Fall war es immer so, ich wollte Fußball-Weltmeister werden oder Olympiasieger. Und wenn man dann plötzlich, ja, das, ich wollte Vladimir Petkovic nicht zu nahe treten, aber das wäre effektiv wahrscheinlich auch, wenn ich top-talentiert gewesen wäre, im Rudern nicht gegangen. Aber es ist noch lustig, oder? Wenn man eigentlich dann immer gesagt, ja, jetzt hör auf träumen, Bub. Und irgendwann sieht man, nein, es geht eben schon. Es gibt Träume, die wirklich in Erfüllung gehen. Klar, es war auch Glück dabei, aber in erster Linie ist vor allem ein gutes Team und sehr hart zu arbeiten dahinter. Die Entscheidung. Jetzt ist das ein Jahr her, ein bisschen mehr als ein Jahr seit dem Erfolg. Ihr habt ja dann als Team aufgelöst, jeder ist seinen eigenen Weg gegangen. Ist jetzt bei dir persönlich auch irgendwo eine gewisse Leere da gewesen? Weil eben, du hast dein ganzes Leben quasi auf das Ziel geschafft. Jetzt hast du es erreicht. Was kommt als nächstes? Gut, das war noch lustig. Nach unserer Niederlage oder für uns Niederlage, nach dem 5. Platz in London, sind wir eher in ein Loch gefallen. Und zwar alle viel, weil wir einfach gemerkt haben, an diesem Tag sind wir beschissen worden. Oder wir hätten mehr können und wir konnten es nicht können zeigen. Und bis wir dann die Motivation gefangen haben, ist fast länger gegangen. Jetzt war es klar, es war unser Ziel und wir haben es erreicht. Die Frage wäre, was wäre gewesen, wenn wir Vierter geworden wären oder nicht in die Finale gekommen wären. Aber durch das, wir es erreicht haben und all die schönen Erlebnisse, die wir auch nachher hatten, und auch, dass ich mir ein neues Ziel gesetzt habe, gesagt, jetzt, okay, jetzt machst du deine Ausbildung fertig, bin ich eigentlich gar nicht so gross in das Loch hineingefallen. Es ist sicher spannend, jetzt, wenn die Transition kommt, zum Beruf nebenan, wie kommt man so ein bisschen rein? Vielleicht kommt das noch, aber ich glaube nicht, weil wir die Erfahrung eigentlich in London hatten und jetzt wissen, wie wir dem antizipieren und entgegenwirken. Du
Du hast ein Anwaltspraktikum gemacht und natürlich büffelt für deine Abschlussprüfungen. Wie hat es sportlich bei dir ausgesehen? Wie oft warst du am Rudern im letzten Jahr? Wie oft hat es dich gekribbelt? Oder? Ja, am Anfang überhaupt nicht. Das ist effektiv, dort war ich vielleicht im Loch gewesen, oder man hat es einfach mal gesehen, weil man einfach in den letzten Jahren so viel verzichtet hat und einfach so viel müssen trainieren und vor allem ein bisschen leben. Oder? Ja, und am 6 Uhr am Morgen auf dem Rot bei Sonnenaufgang, das ist der schönste Job, den man haben kann. Aber die Realität ist, es ist Februar auf dem Vierwaldstättersee, minus 3 Grad, es schwindet und krautet. Und die Trainings die vermisse ich auch jetzt nicht. Oder? Aber es ist natürlich schon so gekommen, dass ich dann so ab Dezember mich wieder Wellen bewegen. Also man hat irgendwie an einer Note so ein bisschen den Drang zum Sport, um sich zu bewegen. Und das habe ich sicher gehabt. Ich habe eigentlich so ein bisschen, auch über den Frühlingssommer hinweg sicher einmal am Tag trainiert. Nicht zuletzt natürlich, weil ich auch ein gewisses Fitnesslevel behalten wollte, dass ich mir die Möglichkeit offen lasse, wieder einzusteigen. Und das wäre sicher nicht möglich, wenn ich jetzt ein Jahr lang gar nicht gemacht hätte. Du hast gerade angesprochen, die Möglichkeit offen lassen, um wieder einsteigen. Ich nehme an, so Gedanken machst du wahrscheinlich fortlaufend, wie es aussieht, ob du das nochmal machen willst. Du weißt ja auch, was es braucht oder wie viel das man investieren will. Wie weit bist du in diesem Prozess? Zeichnet sich schon eine Entscheidung ab? Ja, es zeichnet sich langsam so ein bisschen ab. Und es ist schon so, am Anfang sagt man, jetzt hast du alles erreicht. Das ist total lässig. Und irgendwann ist auch klar, nochmal im gleichen Team das Gleiche zu erreichen, die Motivation hätte ich nicht. Oder? Es wäre spannend, jetzt, wenn man sagt, etwas Neues, in einer anderen Bootsklasse vielleicht. Und dann stellt sich immer noch die Frage, okay, du weißt, was es braucht, oder? Und das ist schon mal gut, das ist ein Vorteil, weil du weißt, wie dein Körper reagiert auf die verschiedenen Intervalltrainings, die du machen musst, auf die verschiedenen Technikübungen, wie du ein Team zusammenbringen kannst, wie du am entscheidenden Augenblick, wenn es wirklich hart auf hart kommt, kannst umsetzen, was du geübt hast in den letzten x Jahren, die Fähigkeit hast. Und es wäre ja manchmal ist es auch wie schade, wenn man die Fähigkeit hat und man noch im Saft ist, wie ich so schön sage, das zu machen. Weil was auch ganz klar ist, nach Tokio kommt dann irgendwann ein Alter, wo ich nicht mehr fähig bin, mit den Jungen mit zu halten, weil halt einfach, irgendwann kommt ein Junge, der einfach wieder im Saft ist und du gehst langsam ab. Und wenn man aber die Leidenschaft für Sport hat und man nur während einer ganz kurzen Phase im Leben das kann machen, dann sollte man das eigentlich in Angriff nehmen. Klingt jetzt ein bisschen danach, als ob, wenn ich jetzt behaupte, der Mario Gierudere 2020 in Tokio wieder um Olympiagold, dass ich recht habe. Da könntest du vielleicht recht haben, aber was sicher ist, nicht mehr im gleichen Boot. Und es spielen natürlich schon noch gewisse Faktoren mit, die, ich sage es mal, Soft-Faktoren, die auch stimmen müssen, die man natürlich schon genau anschauen muss. Ja. Fällt dir auch so ein bisschen das Wettkampf-Feeling? Du arbeitest als Anwalt, da geht es nicht darum, wer erst der zweite oder dritte wird, sondern es ist ganz eine andere Materie. Fällt das auch ein bisschen nach diesen vielen Jahren im Spitzensport? Ja, es ist natürlich schon so. In der Juristerei ist natürlich das Lässige, finde ich, natürlich auch vor Gericht zu gehen, weil man dort natürlich so der direkte Konkurrent hat, der Wettkampftyp ist. Du hast vorhin angetönt, ich bin nie Trainingsweltmeister gewesen, also auch nicht gerne gemacht. Ich habe es einfach trainiert, weil ich so gerne Wettkampf gefahren bin. Und ich habe gewusst, wenn ich nicht grauenhaft hart trainiere, dann verliere ich den Wettkampf und dann habe ich gar keinen Spass. Und es ist natürlich schon so, die Unterschiede sind auch sehr gross. Im Spitzensport ist der Sieger nicht verhandelbar. Oder? Es ist schwarz auf weiß, wer als Erster ins Ziel kommt. Und das muss man akzeptieren, auch wenn es enttäuschend ist, wenn man Zweiter wird. Und es ist natürlich schon so, dass im Berufsleben die Auf- und Abs von den Emotionen, sei es positiv, aber auch negativ, die hast du in dem Maße nicht. Oder? Du hast auch deine Freuden und deine Leiden, aber nicht in dem hohen Wellenbewegungen Auf- und Ab. Und das, als emotionaler Mensch habe ich das natürlich gern. Und das ist sicher, das fehlt mir sicher immer. Aber vielleicht gibt es natürlich auch in einer anderen Form, wenn ich das üben kann. Du hast ganz am Anfang gesagt, der Träumer Mario Gier sitzt da. Wir haben herausgefunden, Fußballweltmeister wird schwierig. Was wäre ein Traum, den du jetzt noch möchtest erfüllen in nächster Zeit? Ja gut, jetzt natürlich gerade am aktuellsten wäre das Anwaltspatent, ja. Oder? Weil ja immer das, was man gerade am aktuellsten macht, ist einem gerade das Wichtigste. Aber grundsätzlich hat man für das gekämpft und das wäre natürlich jetzt schön. Aber wenn natürlich weit schauen, halt vorwiegend, dass man natürlich auch gesund ist und dass man auch immer die kleinen Freuden, die man jeden Tag wieder hat, dass man das auch möglichst lang kann haben. Gut, dann hoffen wir wirklich, dass es gut rauskommt mit dieser Prüfung. Und aber vielleicht auch, dass wir dann wieder etwas hören von dir, wenn du mit dem Boot unterwegs bist. Mario, danke, dass du da warst. Alles Gute für die Zukunft. Merci. Das wäre es schon wieder vom One-on-One für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.